Ja. Es war früh morgens an einem kleinen Teich. Die ersten Bewohner sind gerade wach geworden und versuchen, sich mit dem neuen Tag anzufreunden. Nur einer war schon seit Stunden wach und wartet geduldig auf sein Glück. Es ist Erwin, der Angler, und er träumt von seinem ersten Fisch, den er fangen will. Aber bisher hatte es nie geklappt. Der Grund dafür war, dass Erwin es einfach nicht schaffte, einen Wurm an den Haken zu hängen. Er tat ihm leid. Also angelte er immer ohne Wurm, nur mit dem blanken Haken. Natürlich war nun Erwins Angelschnur Fisch bekannt und schon in der Schule wurden die Kleinsten von ihm darauf vorbereitet. Doch von alledem ahnte Erwin nichts. Aber er war ein sehr geduldiger Angler. Er angelte sogar im Winter. Aber im Sommer war es ihm dann doch lieber. Er sagte sich einfach, du musst nur Geduld haben, dann klappt es eines Tages auch. Jedenfalls hatte er, soweit er sich entsinnen konnte, nie einen Fisch gefangen. Dafür aber angelte er über 100 verschiedene Schuhe und es wurden täglich mehr. An diesem Tag aber ging Erwin ein Licht auf. Er hatte davon gehört, dass man in fernen Genen Fisch mit Fliegen fängt. Gesagt, getan. Zu Hause fand er noch seinen alten Smoking mit einer sehr eleganten Fliege dazu. Erwin wollte die Fische nämlich überlisten, denn so geht es nicht weiter, sagte er sich. Du musst deine Angelmethode ändern. Neuer, moderner. Nun, die Fische waren erst sehr verwundert über das merkwürdige Ding am Haken. Aber sie wollten Erwin nicht nachstehen und sie versammelten sich in ihren festlichsten Kleidern. Es wurde ein rauschender Unterwasserball, wie es ihn im Teich noch nie gegeben hatte. Herzlich wenig mit. Wie zuvor blieb er geduldig mit seiner Angel sitzen und fing nach ein paar Stunden einen eleganten Herrenschuh. Passend zum Smoking, stellte er noch fest.